Übrigens, es wird noch. Ja, ich pflanze gerade meine Nahrungsmittel einmal neu an. Wakey, wakey, rise and shine. Wo rennst du jetzt hin? Ja, ich? Ja. Ich bin unter Tage wieder gegangen. Ach so. Auf der Map wirst du mir irgendwo mitten auf dem Wassergarten gezeigt haben. Nee, ich hab gerade Kohle, Eisen, Uranium. Leeres Loch. Keine Ahnung, warum hier ein 4x4, 2x2x2 Loch ist. Also ich weiß schon, welche Quest ich mit Herzenslust verfolge. Den Crusher. Nein. Ja, den auch. Nee, aber ich meine dieses Quadrupa bl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 
Heute, am 18. November, ist Buß- und B-Tag. Ah, Bußen- und B-Tag. Seit 1995 ist Alexa aus. Wachsen ein gesetzlicher Feiertag. Alexa aus. In Bayern ist die Alexa, halt's Maul! In Berlin ist der Schulbesuch für evangelische Schüler freiwillig. Nee, es reicht, denke ich schon, wenn du sagst, Alexa aus. Alexa, geh pennen. Eins. Was? Eins, hä? Hä? Er fängt an, dich auszuzählen. Alexa, geh schlafen. Süße Träume. Ja, die auch. Eins. Die Alter hat ihn an der Waffe, ja, 9 Dias und 2 Emeralds. Emeralds werden ja benötigt. Oh, jetzt. Ach, sind alle so. Da. Ich hab noch mehr Eisen. Du könntest nachher echt erstmal eine Eisenrüstung komplett herstellen. 31 im Gepäck. Komm. So und so. So. Sehr schön. Ich tue es dir einfach in der Kiste, ich baue sie nicht auf. Ja, wir müssen sowieso sehr oft umstrukturieren, weil ich jetzt nicht gleich von Anfang an so groß bauen kann. Ja, ich kenne dich ja nur, egal wie ich es mache, ist es falsch. Also. Das stimmt. Wenn du es machst, ist es immer falsch. Ich habe meine Schmiede gerade auch einmal aufgebaut und rück sie jetzt auch schon direkt nochmal. Weil ich den einen Block weiter nach hinten haben möchte, weil es ansonsten doof aussieht im Eingang. Ja, es ist halt allgemein kacke, weil in dem Projekt bist du halt auch hauptsächlich immer nur am Umbauen, wegen den ganzen Maschinen. Werde ich wahrscheinlich nicht sein. Ich versuche sie halt direkt an dem Ort zu stellen, wo ich sie gern hätte. Aus dem Wasser raus. Aus dem Alter. Wasser. Ja, ich habe hier unter Tage gerade ein bisschen Wasser. Probleme. Du kennst doch diese wunderschönen Wasserquellen, die immer auftauchen, einfach so. Nö. Doch. Vanilla Server, hast du das auch schon in der Cave? Ja, aber nicht bei Campino. Dann machst du was falsch. Oder ich mache alles richtig. Nee, da gehst du einfach nicht in die Höhlen. Na gut, geh ich wirklich. Okay, jetzt heißt es 50-50 Chance, ob ich es hinbekomme, Gold zu finden. Warum 50-50 Chance? Die Chance ist gering, Gold zu finden. Also entweder ich finde auf Anhieb Gold, oder ich finde in 48 Stunden mein erstes Gold. Wieso 48 Stunden? Hä? Weil so lange habe ich in meiner Vanilla-Welt dafür gebraucht. Oh, wow. 48 Ingame-Stunden, um ein Gold-Ingame zu finden. Such doch einfach ein Claybium. Da findest du Gold ohne Ende. Das wäre schneller gegangen als deine jetzige Tortur. Also sagen wir so, mit der Menge an Erzen, die ich in der Zwischenzeit aus dem Boden geholt hatte, ohne Gold zu finden, konnte ich danach einfach komplett durchcraften alles. Ja, ich habe schon wieder Gold gefunden. Yep, dafür bin ich gerade auch und wir brauchen wieder welches. Hat
irgendjemand zufälligerweise den Fernseher nebenbei laufen? Nein. Ich höre immer wieder mal eine Frauenstimme im Hintergrund. Die höre ich auch im Hintergrund. Dago, lass deine Mutter aus dem Keller raus. Die hat keine. Nee, ist die nicht, die ist nicht da. Hamme, bitte. Achso. Ich wollte gerade fragen, was das ist. Ein Hammer. Ja. Wow, ich krieg aus der Scheiße die ganze Zeit denselben Reward auf diesen scheiß Lootbox. Ich bekomme nur Pfirsichsaft. Ach, nicht Birnensaft. Und schlimm. Ich will auch andere Sachen bekommen. Hi. Soll ich? Dann sind die Diasflöten, die ich dabei habe. Nö, das ich war ein Grab. Ich hab nur 4,5 Herzen. Ja, aber das war ja ein Grab. Das baue ich ab und lass alles verbrennen, was ich habe. Dann ist es nicht mehr meine Schuld. Doch. Okay, irgendein Draw. Ey, Zombie, da hinten steht einer, den kannst du anknabbern. Du musst nur ein Stück weiter zur Seite laufen. das waren jetzt 1, 2, 3, 4 hoch. Hast du das schon um 1 nach oben gesetzt? Was hochgesetzt? Achso, ja, den hab Weg. Ich. Ja, dann setze ich den jetzt nochmal um 1 nach oben und dann können wir nämlich Stairs nach unten setzen. Dann müssen wir nie wieder springen. Ja, hoch laufe ich sowieso nicht. Ich müsste vielleicht was zu dem Command sagen. Darko macht sich das schon wieder richtig einfach. Ein Dia, zwei Dias, drei Dias, vier Dias, fünf Dias, sechs Dias, sieben Dias, acht Dias. Und ein Creeper. Und die Dias sind weg. Nö, der Creeper ist da. So. Lead ist nicht das, was ich brauche. In dieser Welt habe ich auch nicht so wirklich das Glück mit Gold. Was ist los mit euch? Ich habe 4 Stück im Gepäck. Ja gut, das nenne ich auch nicht gerade Gold, aber... Es steht Gold da, es ist Gold. Aber nicht die Massen an Gold, die ich brauche. Oh Gott, was ist hier denn los? 10 Gold gerade in der Kiste. Ich frag mich, was du hast. 17 Gold brauchen wir insgesamt. Na dann. Oh, fuck, wo kommt der denn her? Von ganz tief unten, würde ich sagen. Das gehört da nicht rein. Das Gold. Hier auch nicht. Und ich habe doppelt Gold. Wir haben die 17. Ich baue die Schmelze erstmal provisorisch draußen auf Darko. Ja. Hast du auch gleich Redstone abgebaut? Ja. Alles schon dabei. Wir können eine Glock bauen. Eine oder zwei? Ja gut, weiter können wir. Ich würd sagen eine. Und zwar dann für den Casting Table, weil für den Casting Basen. Ja, den habe ich einfach nur kurz machen müssen. Ja, da selbst da mache ich das immer nur sehr, sehr selten, dass ich da eine Glock ransetze. Nee, den Basen brauchst du gar nicht. So. Nein, ich habe nicht geglaubt. Nee, dann ist das nur eine Gewohnheit von mir. Egal, wir haben noch 25 Stacks von dem Zeug. Was wir nicht mal brauchen, denn wir tun jetzt einfach Cobblestone durchbrennen. Ja, genau. Ja gut, aber du kannst es ja schon verwenden, das was wir haben. Schaden tut's nicht. Jo.
Ich werde dann gleich mal einen Eimer craften. Der nichts gedroppt hat. Denn mit den Tanks können wir nämlich nach unten gehen und die unten bei der Lava auffüllen. Haben wir noch so viel Roheisen? Nee. Was mache ich mit dieser Ölshell? Einfach mal mitbringen. Ja, ich habe die abgebaut, aber da droppt nur das Öl raus. Mitbringen. Einfach mal mitbringen. Das kannst du später umcraften in, ich glaube, unter anderem halt Öl. Boah, sowas. So, eine Flintheimstadt. Habe ich hier irgendwo Vanillabäume? Ich brauche Vanillabäume. Das war der falsche Block. Eik, du Dulli. Wo hast du die Dias reingetan? Die habe ich noch im Gepäck, warum? Achso, ja, ich wollte nur wissen, wo ich die einsortieren soll. Erze! Erzkiste. Die voll ist. Dann müssen wir eine zweite Kiste bauen. Die Tanks, die dort sind, von Tinkers, kannst du die mit nach unten gehen und da ja, Lava reinmachen? Dann brauche ich erstmal einen Eimer, warte kurz. Hast du das ganze Eimer drunter? Ja. Ich war noch nicht so weit. Ich hab selbst hier noch Erde und Sand und schieß mich tot. Ich glaube, das wird sowieso eine Streiterei. Wer hat das Zeug im Inventar? Wir müssen uns angewöhnen, echt alles rauszulegen. Tue ich immer. Also ich bin auch jemand, der gerne. Ich habe hier immer noch zum Beispiel ein Stack Kohle und sonstiges im Inventar. Bin ich auch immer gerne jemand, der es da drin lässt. Aber ich habe doch gerade Kohle reingemacht hier. Da. Ah, ich hab mein Cobblestone-Drawer. Hattest du gar keinen mehr? Gar kein Eisen? So, ist alles hier oben. Ein Stack und 9. Wofür wollte ich jetzt Eisen? Für einen Eimer. Ach ja. Das ist immersive gewesen. Wir brauchen echt schon wieder Holz. Wo hast du die beiden Tanks denn? Ach, stehen die. Die stehen draußen. Ach, und ich brauche eine Menge Pickel erstmal. Du kennst doch noch meine Schmelz aus dem ersten Continuum-Projekt, Darko. Nö. Die nach hinten 6 und zur Seite, ich glaube, 10 oder 11 breit war. Und nach oben hin, ich glaube 20. Oh, so groß wird sie hier nicht. Ach so. Es sei denn, du möchtest das. Ich bin sowieso jemand. Weiß ich nicht, wie machst du? Schmeißt du alle Erze rein? Nein, oder? Einzeln. Weil die, genau, weil viele genau sich verbinden halt. Das will ich nämlich verhindern. Ja gut, man könnte natürlich auf Indikatoren darauf achten, wie Aluminium und Gold nicht mit anderem zusammenzuschmeißen, aber die Chance ist immer noch da, dass es leider passiert. Nee. Ich hab keine Ahnung. Ich brauch Vanilla Seeds. Da macht wohl jemand Immersive. Ja, aber dafür brauchst du keine Vanilla-Seeds. Doch. Na, wofür brauche ich zwei Batumpe? Damit du die Immersive-Samen kriegst. Ja, aber das kannst du auch mit jeder anderen Pemp-Seed-Art machen als Alk. Nee, ich will ein Weizenfeld anlegen. Ach so. Weil aus zwei Weizen kannst du Teig craften und Teig braten gibt dir Baguette und Baguette ist mit einer der geilsten Nahrungsquellen. Wie lange hält's, weil hier verliert alles irgendwann seinen Wert. Schau mal dran wieder. Ja, trotzdem, du musst ja nicht super viel dazwischen essen, Luke, also. Ach,
An sich braucht er nur zwei verschiedene Nahrungsquellen. Ich weiß nicht, ob Ike sie nutzt. Ich nutze immer gerne die Lunchbox. Die macht mir das Ganze einfacher. Da tue ich einfach alles Essen rein, was ich habe, und der nimmt das raus, was am nahrhaftesten für mich ist. Und isst, oder? Und ich esse es halt dann. Zack. Ja, sie braucht ja nur zwei Nahrungsmittel, nämlich einmal was halt Baguette und dann irgendwas anderes, was nicht in die selbe Food Group gehört. Und dann nehme ich gerne Cranberries oder so. Ja, aber allein das, was durch diese ganzen Quest-Erfüllungen ein Trude dann essen, das packe ich einfach alles da rein und irgendwann ist es wieder leer. Das stört mich nicht. Und übrigens ist die Box sowieso eine Quest, also zwei Fliegen mit einer Klatsche. Was brauche ich denn für die Box? Die habe ich noch nicht gemacht gehabt bei mir. Ein bisschen Eisen. Ja, ich habe auch nicht das Eisenbach dafür. Du bist gerade Labo in Darko, oder? Yep. Sehr schön. Braves Darko. Gut, jetzt hol ich deine Lava mehr. Darko? Warum nennst du mich so? Ich bin kein Hund. Ja, braves Darko. Ja, was macht der feine Darko? Und der Chat bestätigt es. Geil. Ich lass dich hier unten stehen, kannst selbst abholen. Dann mach ich auch nichts mehr, weißt du doch. Ach, wie gut, dass ich nicht so welche Probleme habe. Ich warte nur ab, bis ich das ganze gute Zeug habe und dann kapsel ich mich ab und mache alleine weiter. Das war meine Idee. Arsch. Drei, vier Stück noch. Ich dachte gerade, ich habe kurzzeitig Panik bekommen bei dem Rezept. Oh, das Holz. Das reicht ein Gebe, für eine Kiste. Ich wollte einen Eimer craften und ich habe nicht drüber nachgedacht, dass woher ihr euren Eimer habt. Und ich klicke nur das Eimerrezept an und sehe das mit Enhanced Gadorian Metal. Und achte auch nicht, wie viel ich da rausbekomme und denke mir so, fuck, jetzt bräuchte Gelgel schon das für den normalen Eimer. Weil Large Club auf Galgador macht man aus 9 Klumpen Galgador und das macht man aus dem Block auf Dia. 3 Glowstone, 3 Eye of Kalkum. Alter. Nee, so teuer ist der Eimer hier nicht. Der Dorf ist eigentlich unbezahlbar, weil Zeit kann man nicht bezahlen. Was ist Zeit? Zeit ist relativ. Das. Puh. Eva, ich glaube, wir müssen uns einen zweiten Crafting Grid machen. Wofür? Wenn einer belegt ist, dass man den zweiten nutzen kann. Okay, ich brauch Kupfer und Alu. Kupfer und Alu, was macht der Kerl? Aluminium-Brass. Achso, Aluminium-Brass. Nee, Bronze wäre was anderes. Das wäre Kupfer und Tin. Tin. Ja, dann halt so, aber das muss man trotzdem machen. Nee, Aluminium-Brass brauche ich für Casts. Kannst du genau. Als Cast benutzen. So, wir haben jetzt zwei Crafting Grids. Die können beide jeweils von irgendjemandem genutzt werden. Na gut, der eine hat wahrscheinlich noch keine Gearboxen. Die habe ich alles zusammengebaut. Geht das? Natürlich. Okay. Das ist interessant, das wusste ich auch nicht. Das werde ich dann auch gleich mal ausnutzen. Ich werde dann auch einen zweiten machen, auf jeden Fall.
Du machst aber nicht mit Palle zusammen, oder? Nee. Aber dass man mehrere Sachen gleichzeitig craften kann. Ja, später löst dann sowieso der Automatisierer ab. Zum Glück. Da in der Kiste ist das Tinkerszeug, hier sind die Erze, hier ist das. Achso, eigentlich kommen ja gleich eh wieder mit Freunden da hoch. Hier muss noch ein Armor-Upgrade rein, stimmt ja. Deswegen kann ich das noch nie nutzen, ich wollte schon sagen. Dann kannst du noch ein bisschen die Kisten erweitern. Ich habe jetzt schon mal eine gesetzt für die Blueprints und den Immersive Hammer. Ich wollte zu dir erstmal schnell die restliche Rüstung machen. Helm, Hose. Und dann ich mache übrigens jetzt gerade die ganze Zeit Tag, weil ich ein Loch in meiner Wand habe. Hört uns nicht. Zwei Strings, zwei Flint. Mich stört nur gerade das Abbautempo. Wir haben kein Flint mehr. Wo ist das ganze Flint bitte schön hin und das ganze Kies? Also das Kies habe ich nicht. Das habe ich für Grout verwendet. Boah, da. Flint habe ich immer mit da. Bist du auf dem Weg nach Hause, weil ich auch irgendwann die Lava für die Schmelze brauche? Die was für die Schmelze? Die Lava. Du hast die Tanks noch im Inventar. Ich komm. Weil dann kann ich halt das zweite Armory Upgrade bauen. Und du nimmst dir dann die letzten drei Eisensachen aus der Dings da raus. Nice, ich brauche nur zwei. Warum krieg ich eigentlich nur eine? Was? Achso, du hast schon eine an. Ja, ich hab schon eine, ne? Das. Jetzt gehe ich erstmal Holz holen.